Einmischung ist immer da gefragt, wo Menschen abgewertet werden, wo ihnen gleiche Rechte abgesprochen wird. Und Einmischung kann deshalb ganz viele Formen annehmen. Das kann bedeuten, wir gehen auf die Straße, wenn AfD, Pegida oder Pro Köln ihre Hetzparolen verbreiten wollen und den öffentlichen Raum für sich besetzen. Einmischung bedeutet aber auch, im Internet zu widersprechen, wenn solche Dinge geäußert werden. Einmischung bedeutet, im Kollegenkreis, in der Familie, am Arbeitsplatz das Wort zu ergreifen für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und für die Menschenwürde aller.